Dominique van Roost sollte man wahrlich nicht unterschätzen, denn sie hat in diesem Jahr wirklich einen Lauf. Das muss man sagen. Spielt exzellent. Und vor allem, sie ist psychisch sehr stabil geworden. Also, jetzt geht's los. Same button, 15. The rise of Clemson. 30-15. Sehr gute Aufschläge von Jana Novotná. Gar nicht mal so wahnsinnig schnell, aber unglaublich lang. Ja, war ein bisschen zu lang. Und wenn der Ball auf die Linie kommt, dann wird es ganz schwer für die returnierende Spielerin. Denn da verändert der Ball dann doch ziemlich extrem. Die Flugbahn flutscht ganz flach weg. Die Rückhand von Novotná dazu passiv zu defensiv Einladung für die Belgierin zu attackieren. Mühsames Aufschlagspiel für Jana Novotná. Novotná, eine von insgesamt nur drei Spielerinnen, die 97 sowohl Steffi Graf als auch Martina Hingis zweimal schlagen konnten. Die anderen beiden sind Amanda Kutzer und Mary Pierce. Erstes Aufschlagspiel von Dominique van Roost. Same by the 15. Thank you.
15, 40, 15, 40. Erster Rücker war schon ein bisschen verunglückt bei Dominik van Roost. Ersten Breakchancen, Nowotna. Schade, schade. Im Ansatz gut. Dieser Passierballversuch von Dominik van Roost, aber sie kassiert das Break. Also äußerst unglücklicher Auftakt für die Weltranglisten 16. Ja, Ball ein bisschen zu spät getroffen. Schade, dass der volle Ballwechsel mit einem Fehler zu Ende ging. Absolut unnötiger Vorhandfehler. War sie ein bisschen zu hektisch, die Jana Nowotna, die heute beim Training sehr, sehr viele Aufschläge übte. Ganz gut zu sehen, wie sie die Spannung aufbaut. Aber dann neigt sie ein bisschen dazu, den Ball etwas tief fallen zu lassen. Diesmal sehr gut gemacht. Mit 3 gespielt, dieser Aufschlag von Jana Nowotna, 3:0 Führung für die Tschechin. Viel aufmunternder Beifall von den Rängen für Dominik van Roost. Hier sehen wir ihren Ehemann und Coach. Seit 1995 sind die beiden verheiratet. Früher kannte man die junge Dame unter dem Namen
Dominique Monami. Aber sie ist noch nicht richtig drin in dieser Partie. Klasse gespielt. Den Crossball von Novotná hat sie vorausgesehen. Ist schnell drüben und spielt einen perfekten Volleystop. So, dieses Spiel wird dir sicherlich jetzt ein bisschen Selbstvertrauen geben. Dominique van Roos, die zum fünften Mal hier mit von der Partie ist in Linz. Ihr bestes Ergebnis stammt aus dem Jahre 92, da kam sie bis ins Viertelfinale, unterlag der Italienerin Sandra Cecchini in drei Sätzen. Jana Novotná zum vierten Mal mit dabei. Siegerin 95 gegen Barbara Rittner im Finale 96, dann Viertelfinal. Niederlage gegen Van Roosts Landsfrau Sabine Apelmans. Und im letzten Jahr unterlag sie in der Runde der letzten vier der späteren Siegerin Jander Lubin. Da haben wir Anna Mandlikova im Bild, seit Mitte 90 Coach von Jana Novotná, die davor mit den Herren Jan Kurz und für einige Monate auch mit Martina Navratilovas Ex-Coach Mike Estep zusammengearbeitet hatte. Ja, da war raus, es ist korrekt entschieden worden. Gute Laufarbeit von Novotná, aber der Ball war doch schon ziemlich flach. Sehen wir hier nochmal. Da war nicht mehr allzu viel draus zu machen.
Naja, mal schade, dass sie diesen Überkopfball da am Ende nicht unterbringen kann. Aber ein sehr, sehr gut geführter Ballwechsel insgesamt von Dominik Van Roos. Trotzdem 4-1-Führung, Novotná im Ersten. Anna Mandlikova, Jana Novotná, sicherlich eine der besten Hallenspielerinnen im Circuit. 13 ihrer 19 Erfolge hat sie unter Dach zustande gebracht. Das heißt logischerweise, wenn sie heute gewinnt, dann hat sie 20 Titel in ihrer Sammlung. Gestern ja schon ein Jubiläum, sie waren sicherlich mit dabei. 500. Matchgewinn der Tschechin auf der Tour. Zweimal bereits innerhalb dieses Spiels unglaubliche Vorhand-Returns von Jana Novotná. Schnell und lang. Ja, diese Dominik Van Roos ist vom Aufschlag ein bisschen arg unter Zugzwang. Denn Novotná, das haben wir gesehen, returniert heute wirklich sehr, sehr gut. Und wir sind alle ein bisschen überrascht, dass dieser erste Satz offensichtlich doch eine sehr, sehr flotte Angelegenheit wird. Und das Publikum versucht auch, die junge Belgierin ein bisschen aufzubauen, ihr Mut zu geben. Das war ein Geschenk nach diesem wirklich vorzüglichen ersten Aufschlag.
dem Mute der Verzweiflung gespielt, ein bisschen, denke ich mal, von Dominique van Oost. Ersten Breakmöglichkeiten überhaupt in dieser Partie für die Belgierin. Ja, da auf der Seite ist das Netz ein bisschen höher, wäre vielleicht von ihr cleverer gewesen, einen Cross-Flugball anzusetzen. Aber die Entscheidung musste ja ganz schnell fallen. Schade, beide Breakbälle weg. Voltan, der Wattner. 171 Stundenkilometer schnell, dieser Aufschlag von Jana Novotna, die ja mal zusammen mit Brenda Schulz 93 den Rekord, was die Aufschlagsgeschwindigkeit betrifft, hielt mit 188 km/h. Einstand. Tschüss. So, nächster Anlauf, die Belgierin, eine der beiden Aufschlagverluste wieder gut zu machen. Ja, aber dagegen ist natürlich nichts zu machen, wenn Novotna so exzellent aufschlägt. Voltan van Oost. Einstein, tschüss. Ja, Ball wird gut gegeben, auch wenn Dominique van Oost da ein bisschen enttäuscht ist. Nach 4 Breakchancen nun also Satzball für die Tschechin. Und wieder serviert sie sehr, sehr gut. Spiel van Oost. Wichtig, wichtig für Dominique van Oost.
dass hier nicht gleich zu Beginn des zweiten Satzes ein Break kassiert. Also sie bringt ihr Service durch. Erstes Aufschlagspiel von Jana Novotná im zweiten Satz. Die Tschechin, die ja in den letzten beiden Jahren jeweils 4 Turniere gewinnen konnte.15 beide 15 30 15 30 15. Wie einst Stefan Edberg bei den Herren, baut sie sich da vorne auf, die Jana Novotná. Es gibt wirklich kaum ein Vorbeikommen. Wirklicher Punkt. 40, 30, 45. Der Return war logischerweise sehr unangenehm. Bitte schalten Sie Ihr Handys ab. Dankeschön. Schwierig zu spielen, dieser Halbpunkt bei 4 Jana Novotná, während Jane Harvey das Publikum auffordert, endlich mal die Handys auszuschalten. Das ist wirklich eine Unsitte auf den Tennisplätzen dieser Welt, dass die Leute meinen, sie müssten hier Sport gucken und nebenbei telefonieren. War der Weg doch ein bisschen zu weit für Dominique van Roost. Und die Vorhand logischerweise von Novotná ein bisschen zu schnell. Spielen Novotná, neue Bälle bitte, New Balls. Also 1:1 Ausgleich durch Jana Novotná, die ja im Doppel in ihrer Karriere bislang alle Grand Slams gewinnen konnte. Ihre größten Erfolge hatte sie zusammen mit Arantxa Sánchez Vicario. 67 Doppeltitel, das ist ihre überragende Bilanz. Und ich habe es kürzlich schon mal gesagt, einer ihrer ersten Erfolge kam in Hamburg zustande, 87 am Roten Baum. Damals an der Seite von Claudia Kodekisch. Lang, lang ist her. Neue Bälle also nun im Spiel. Aufschlag Dominique van Roost. Nur 15, nur 15.
15 beide, 15 Uhr. St. Rassi, 15:30. Ja, die Fehlerquote der Belgierin ist heute einfach zu groß. So viele Fehler darf sie sich natürlich nicht erlauben. Die nächsten Breakchancen für Novotná. Einstein, Juice. Ja, solche Ballwechsel braucht Dominique Van Roost vermehrt in diesem Finale. Sie ja auch eine exzellente Hallenspielerin. In der Erfolgsbilanz 97 unter Dach rangiert sie da an Position 4, hinter Novotná an 3. Und die beiden erfolgreichsten in der Halle 97, Martina Hingis und Lindsay Davenport. Sie merken die Stimmung in der Halle, man freut sich. Das dritte Spiel geht an die Nummer 16 der Weltrangliste, Van Roost. Van Roost führt 2:2. Ja, weil ich sagte, Dominique Van Roost braucht vermehrt längere Ballwechsel. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Zumal hier in dieser Halle auf diesem superschnellen Supreme-Belag mit diesen leichten Bällen. Bedingungen, die natürlich der Jana Novotná absolut entgegenkommen. Schau ihn an. Schlappig gespielt, die Vorhand, da kam hier urplötzlich
die Idee, einen Stopp zu spielen. Zumal von da hinten besonders schwierig. Aber sie hatte noch zwei Chancen zum Break. Und da ist er, der erste Aufschlagverlust von Jana Novotná in diesem Finale. Und somit haben wir eine 3-1-Führung von Dominik van Roost. Hat jetzt wirklich mutig gespielt in diesem vierten Spiel des zweiten Satzes. Nur 15, nur 15. Ja, ich denke, das war ein glattes Ass. Da gehe ich absolut konform mit Dominik van Roost, die sich hier auch beschwert. Denn der Ball wurde so schnell. Und das kann nur passieren, wenn er auf die Linie trifft. Ich glaube, da hat man sie ein bisschen benachteiligt. Wie auch immer, sie muss es hinnehmen. Zweiter Service. Ja, sie macht prompt aus der Enttäuschung einen Doppelfehler. Oh je, das ist bitter. Noch 40, noch 40. Eieiei. Ich leide da wirklich ein bisschen mit der jungen Dame aus Belgien. Das darf hier nicht passieren. Schiebt den Ball meterweit ins Außen. Ein herber Rückschlag für die junge Dame aus Belgien. Dieses fünfte Spiel im zweiten Satz. Im Interesse eines guten, ausgeglichenen Finals hoffe ich natürlich, dass dieser Rückschlag jetzt keine allzu großen Spuren hinterlassen hat bei Dominik van Roost. Wir haben hier eine Zeitlupe sehen von Jana Novotná. Hier der Hinweis für die Eishockey-Freunde. Nach Ende dieser Begegnung gehen wir natürlich sofort nach Berlin zum Spiel der DEL Eisbären Berlin gegen die Mannheim Adler. Gut. Böser Blick von Novotná zu für diese Linie zuständigen Linienrichter. Aber der hat absolut korrekt entschieden. Da war eine Menge Glück dabei für Dominik van Roost, denn der Return war wirklich verunglückt, brachte aber Novotná in Schwierigkeiten.
30 beide, 30 all. Wir haben es deutlich gesehen. Van Roost in Rücklage, konnte nicht gut gehen, diese Vorhand. Und sie lässt sich ein bisschen zurückfallen und schon flattert der Ball ins Aus. Schlechter Lob, schlechter Lob. Überhaupt kein Problem für Novotná, die ohnehin glänzend das Spiel über Kopf beherrscht. Und dann dieser exzellente Aufschlag hinterher, drei beide. Drei beide, three games in. Angriffsball war nicht lang genug von Novotná. Hier sehen wir nochmal, Dominik Van Roost hat doch Zeit, sich gut zum Ball zu stellen. Das hat perfekt gespielt. 40-15, 40-15. Viel Laufarbeit für Jana Novotná, die dennoch keine Chance hat, diesen Ballwechsel zu gewinnen. Dominik Van Roost geht in Führung. Große Tennisbegeisterung hier in Linz. Das Turnier wird sehr, sehr gut angenommen. Wir haben es ja mehrfach gesagt, auch Steffi Graf hatte eigentlich geplant, hier teilzunehmen, aber Werbeverpflichtungen haben das letztlich nicht möglich gemacht. Vielleicht sehen wir sie ja hier im nächsten Jahr. Rising now, 30 left.
40-0, 40-0. Da kam Van Roos, das sehen wir hier nochmal ein bisschen aus dem Gleichgewicht bei dieser Vorhand. Verlor die Kontrolle. Und Novotna macht das achte Spiel im zweiten Satz. Leicht aus zum 4-Beide. Die Nummer 2 war sie in der Weltrangliste zum Ende des letzten Jahres. Da wies sie natürlich auch wieder hin, aber ich habe es eingangs gesagt. Noch ist der Abstand zu Lindsay Davenport ein bisschen zu groß, auch wenn sie hier das Turnier gewinnt. Sie bleibt an 3. Sukzessive wurde Jana Novotná immer defensiver, immer kürzer und dann war sie da, die Chance für Dominik Van Rost, um hier gegen die Laufrichtung den Punkt zu holen. Nur abgeblockt, dieser Flugball von Dominique Van Roost. Sie geht wieder in Führung. Einmal konnte Dominique Van Roost Jana Novotná das Service schon mal abnehmen. Es war im vierten Spiel des zweiten Satzes. Vielleicht gelingt es ihr ein weiteres Mal. Die Zuschauer wären sicherlich ganz froh darüber. Dann würde dieses Finale doch noch einmal spannend. 15, 15. Stand by. 15. Ah, Doppelfehler. 15:30. 15:30.
30 beide. 30 Uhr. Ärgerlicher Rückhandfehler. Aber diese Dominique von Roos spielt von der Grundlinie natürlich auch mit enormem Risiko. Ja, der ist gut. Toll reagiert. Einmal mehr von Jana Novotna. Vor allem diese tiefen Flugbälle, die spielt sie einzigartig. Schauen Sie sich das an. Wie geschmeidig die da nach unten kommt und dann noch diesen Ball spielen kann. Ja, der Ball war für mich auch aus. Und Jana Novotna ist jetzt richtig sauer auf den Herrn hinter ihr. Ja, Jane Harvey hat das selbst nicht gesehen, ist einfach ein bisschen zu weit weg von dieser Linie. Will da auch nicht eingreifen. 15-0 Van Roost. Ja, die Tschechin muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass sie sich nicht eine Verwarnung einhandelt, denn das war doch ziemlich rüde, wie sie sich gegenüber dem Linienrichter da jetzt verhalten hat. Danke schön. Fester.
40-30. Furi-Furi. Momentan hat sie ein bisschen Probleme beim Aufschlagrhythmus. Das haben wir zuvor schon gesehen, als ein erster Aufschlag etwa 1,5 Meter zu lang war. Macht er deutlich im Aus. Treffpunkt stimmt nicht so richtig. Oh, perfekter Passierball von Jana Novotná. Wobei man bei ihr eigentlich immer davon ausgehen kann, dass sie in solchen Situationen cross geht. Des zweiten Satzes. Gerade gab es eine weitere Breakchance für Jana Novotná, jetzt wieder Einstand. Er ist deutlich im Aus. Gibt sie beide Arbeiter mit dem Rückhand den Ball zu wenig Effekt mit, macht den Schläger zu wenig zu und der steigt und fliegt und geht ins Aus. Nächste Chance für Novotná, hier für die klare Vorentscheidung zu sorgen. Einstand, tschüss. Spiel war los. Lange hat es gedauert, aber jetzt hat sie es doch gemacht. Dieses 11. Spiel im zweiten Satz. Dominik van Roos führt mit 6:5. Belgien ist übrigens in diesem Finale ganz stark vertreten, denn es spielen hier eine echte Belgierin und eine Wahlbelgierin gegeneinander, denn Jana Novotná hat seit geraumer Zeit einen Wohnsitz in Antwerpen. Hat sie den Ball wieder ein bisschen zu tief fallen lassen. Treffpunkt hat nicht gestimmt. Wirft den Ball immer extrem hoch nach oben. Jana Novotná. Bitte, der TV, danke.
40 from same 40-15. Also, der zweite Satz wird im Tiebreak entschieden. Und in den 6 Matches, die die beiden Damen bislang gegeneinander bestritten, kam es nur einmal zum Tiebreak. Das war 95 beim Turnier von Key Biscayne. Und den gewann Jana Novotná. Letztlich ganz deutlich mit 7-1. Aber das ist natürlich schon ein paar Jährchen her. Was mir viel mehr Sorge bereitet in diesem Moment, ist die Tatsache, dass die Belgierin nach einer Physiotherapeutin gerufen hat und sich behandeln wird. Offensichtlich gibt es ein bisschen Probleme im Schulterbereich. Warten wir ab, was passiert. Ja, das wäre natürlich ganz, ganz bitter, wenn wir erneut eine verletzungsbedingte Aufgabe erleben müssen, so wie gestern Iva Majoli, die sich von ihren Rückenbeschwerden nicht erholen konnte. Über Nacht, die wurden immer schlimmer, ließ sich mehrfach behandeln und musste dann nach dem ersten Satz den Platz verlassen. Wo tut's ihr weh? Der Dominik van Roost. Rechts hinter ihr sahen wir Ehemann Bart van Roost, der nichts andeutete im Vorfeld dieser Partie, dass es da irgendwo Probleme geben könnte bei seiner Gattin. Jetzt kommt Mrs. Sheffin auf den Platz, die wir in den letzten Tagen schon ein paar Mal sehen mussten. Rücken-Schulterbereich. Da tut es ein bisschen weh. Nicht schon bemerkenswert, wie Dominiks Mann da ganz gelassen in der Zeitschrift blättert, während seine Frau hier behandelt wird. Aber er kann ja auch nicht eingreifen, er kann nichts tun, er kann nur hoffen, dass alles nicht so schlimm ist. So, also das wird ja alles noch ein bisschen dauern. Sie hören es, also 3 Minuten Behandlungszeit für Dominik van Roost. Wir machen ein bisschen Werbung und kommen dann zurück. Behandelt, aber sie hat nur noch gut 1 Minute Zeit, dann muss sie wieder auf den Platz zurück oder das Match ist beendet. Diese Behandlungspause von Dominik van Roost nutzte auch Jana Novotná, ist kurz verschwunden, um auf die Toilette zu gehen. Ja, ich hoffe wirklich in unser allem Interesse, dass sie durchhält, die 24-Jährige, die in Löwen zu Hause ist. 1 minute remaining. Profi seit Juni 91 und die momentan wirklich ihre Blütezeit erlebt, so stark war sie noch nie. Wie in den letzten Wochen und Monaten. Weil ich sagte, sie kann an Position 15 kommen, wenn sie dieses Turnier gewinnt. Auf dieser Position stand sie schon einmal im Januar nach Finalteilnahme von Hobart. Wir sehen, Jana Novotná ist auch zurück. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Scheint sich da wirklich irgendwo im Rücken-Schulterbereich gezerrt zu haben. Es sticht offensichtlich bei Bewegungen seitlich. Time. Also mal sehen, ob die Behandlung was geholfen hat. Dominik van Roost kommt zurück auf den Platz und sie geht gemeinsam mit Jana Novotná in den Tiebreak.
Another set. Guter Start für Novotna. Gleich ein Mini-Break. War auch kein guter Angriff von Dominik van Roost. Ja, so einen verpatzten Flugball haben wir schon einmal gesehen. Sie erinnern sich vielleicht im Verlauf dieser Partie von Dominik van Roost. Da wirkt sie natürlich bei weitem nicht so souverän beim Flugballspiel wie ihre Kontrahentin, wie Jana Novotna. Wieder nur geschoben, nur gedrückt seitlich ins Aus. Und ein glücklicher Punktgewinn für die Tschechin zu einer 5:0 Führung. Tja, das ist es sicherlich gewesen in diesem Finale. Aber auch ohne Netzberührung wäre die Belgierin da nicht mehr rangekommen. Ass hinterher. 6 Matchbälle für Jana Novotna. Und vielleicht ist die gute Dominik van Roost ganz froh aufgrund ihrer Blessuren, wenn das Match jetzt in wenigen Augenblicken vorbei ist und sie sich ordentlich behandeln lassen kann. So, das muss der Schlusspunkt sein in dieser Partie und er ist es auch. Sie hat sich nochmal bemüht, die 24-jährige Belgierin ein paar Punkte zu machen in diesem Tiebreak. Aber Jana Novotna gewinnt dieses Turnier letztlich ohne Satzverlust. Erster Turniersieg für